Wir haben einen langen und beschwerlichen Weg zurücklegen müssen, um den Willen der Bevölkerung von Georgia endlich zur Vollstreckung zu bringen. Der oberste Gerichtshof hat nach eingehender Beratung die Berufung von Leo Frank abgewiesen. Die Gerechtigkeit hat obsiegt. Morgen, Leo. Was ist? Da können Sie noch schlafen. Doch in Ihrer Situation ist man wahrscheinlich froh, Frieden zu finden. Wie sind Sie hier reingekommen? Dadurch. Es ist nur halb so schwer, wie wieder rauszukommen. Obwohl Sie sich darüber lieber keine Gedanken machen sollten. Sieht aus, als ob Sie sich für Ihr ganzes Leben genug Gedanken gemacht hätten. Entschuldigen Sie die Bemerkung. Wer sind Sie? Ich bin Ihre Hoffnung, Leo. Und nach Lage der Dinge die Letzte, die es für Sie gibt. Ich habe einen Kaffee für Sie, Mr. Burns. Oh, danke. Wenn Sie sonst noch was brauchen, rufen Sie nur. Burns? William J. Burns. Der beste Detektiv der Welt. Selbstverständlich mit Ausnahme von Sherlock Holmes, den ich als Romanfigur eigentlich nicht mitzähle, aber aus Respekt und Bescheidenheit doch erwähne. Sie haben sicher schon von mir gehört. Aber ja doch, ich freue mich auch, dass Sie gekommen sind. Aber ich das kann mir nicht alles leisten, geregelt. Von wem? Sie haben überall Freunde. Die glauben, dass ein Justizurteil vorliegt. Und die wissen, dass ich der Einzige bin, um sowas zu klären. Ach, übrigens, sind Sie unschuldig? Ja, ich schwör's. Gut, das erleichtert zumindest einiges. Manchmal. Ich habe alles versucht, dass man mir zuhört. Haben Sie gelesen, was Richter Holmes vor dem obersten Gerichtshof gesagt hat? Unterweltmethoden werden nicht zum Gesetz erhoben, indem man sich die Zustimmung eingeschüchterter Geschworener sichert. Das ist sehr schön formuliert. Aber die meisten Burschen da oben haben das trotzdem nicht so wie Sie verstanden. Und das bedeutet, die Schlinge bleibt um Ihren Hals. Es gibt nur ein Mittel, sie zu lösen. Beweisen, dass Sie dieses Mädchen nicht ermordet haben. Und wie soll ich das anstellen? Sie nicht. Ich. Ihr Reporter aus dem Norden habt ja, weiß Gott, mehr als ausführlich über diesen Fall Leo Frank berichtet. Ihr aus New York zum Beispiel könnt unsere Gefühle gegen Mr. Frank einfach nicht verstehen. Und in Chicago sagen sie, er sei verurteilt worden, weil er Jude ist. Ich möchte feststellen, dass es bis zum heutigen Tag in Georgia keine antijüdischen Kampagnen gegeben hat. Was ist es dann? Eins unserer Kinder haben wir verloren. Auf dieser Etage befindet sich das Endfertigungsband der Fabrik. Hier arbeiten etwa 110 Mädchen. Und sie arbeiten 12 Stunden am Tag. Das ist der Platz, wo Mary Fegen saß.
Ich kenne dieses Kind nicht. Weder ihre Familie noch ihre Religion. Ich weiß nicht mal, wie sie heißt. New York. Sehen Sie sich das Gesicht dieses Mädchens an. Oder die Gesichter der anderen Mädchen hier am Band. Sie alle müssen sich mit der Gegenwart abfinden. Auch wenn sie sich etwas Besseres erhoffen. Und genauso war Mary Faden. Wenn Sie das verstehen, dann verstehen Sie auch unsere Einstellung diesem Leo Frank gegenüber. Halten Sie hier. Das genügt. Ich kann Sie aber auch bis vor die Tür fahren, Mr. Dorsey. Es ist wunderschönes Wetter. Ich gehe zu Fuß. Hey, da ist Dorsey! Der Generalstaatsanwalt! Ja! Ich werde dafür sorgen, dass das Urteil bald vollstreckt wird. Ich darf den Generalstaatsanwalt bitten, sein Plädoyer zu halten. Herr Vorsitzender, meine Herren, die Berufung von Leo Frank ist vom Obersten Gerichtshof sowie von diesem Ausschuss hier abgelehnt worden. Darum halte ich es für meine Pflicht, darauf zu drängen, den Hinrichtungstermin festzulegen. Ich beantrage im Namen des Volkes von Georgia, das Urteil gegen Leo Frank heute in 12 Tagen am 22. Juni zu vollstrecken. Augenblick, verehrter Staatsanwalt. Dies ist die letzte Woche von Gouverneur Slaytons Amtszeit. Er müsste über jeden Einspruch, der in diesen Tagen eingelegt wird, entscheiden. Diese überstürzte Maßnahme halte ich weder Mr. Frank noch dem Gouverneur gegenüber für fair. Mr. Franks Rechtsmanöver haben viel kostbare Zeit verbraucht. Seine Möglichkeiten sind auch erschöpft. Das Verbrechen wurde während Gouverneur Slaytons Amtszeit begangen. Und ich möchte fast annehmen, dass der Gouverneur es begrüßen wird, mit der Gewissheit aus dem Amt zu scheiden, den Willen des Volkes erfüllt zu haben. Sind Sie froh, wieder da zu sein, Gouverneur? Oh ja, und ob. New York ist eine wundervolle Stadt, aber es ist jedes Mal ein Vergnügen, nach Georgia zurückzukehren. Ich bin nun mal ein Mensch aus dem Süden. Ist das Ihr Gepäck, Gouverneur? Das meiner Frau. Sie stammt auch von hier, nur zufällig ist sie reich. Werden Sie wieder als Anwalt arbeiten, Gouverneur? Irgendwann vielleicht. Sie waren auch in Washington. Hat es Ihnen dort gefallen? Ja, natürlich. Es ist eine fantastische Stadt. Meiner Frau gefällt sie auch. Wollen Sie sich um einen Sitz im Senat bewerben? Nein, mit diesen Fragen sollten Sie sich an meinen Wahlkampfleiter hier wenden. Aber mal im Ernst. Noch bin ich Gouverneur von Georgia und das bis zum 26. Juni. Hm? Ich verrate nur so viel. Ich beabsichtige, im öffentlichen Leben zu bleiben. Sobald Sie Näheres wissen, meine Herren, sagen Sie mir Bescheid. Ich habe keine Ahnung. Gouverneur, Gouverneur, soeben ist der Termin für Leo Franks Hinrichtung festgelegt worden. Er liegt 4 Tage vor dem Ende Ihrer Amtsperiode. Der Wagen wartet, Gouverneur. Fahren wir. Es geht auf Hugh Dorseys Konto. Er hat die Kommission beschwatzt, dir den Fall zuzuschieben. Ma'am, möchten Sie dazu Stellung nehmen, Gouverneur? Natürlich, aber erstmal muss ich das in Ruhe verdauen. Es war ein langer Tag, meine Herren. Sie werden sicher Verständnis haben. Er soll bereits in 12 Tagen gehängt werden. Was gedenken Sie zu tun, Gouverneur? Im Augenblick möchte ich erstmal ein Bad nehmen und den Reisestaub loswerden. Sie wissen, was das bedeutet. Damit liegt die letzte Entscheidung bei Ihnen. Hier versteht es wirklich, einem eins auszuwischen, findest du nicht? Er hatte auch hervorragende Lehrmeister. Nicht nur, dass er hoch hinaus will, ich soll ihm jetzt auch noch die Schuhe putzen. Wenn Frank gehängt wird, steckt Dorsey den Sieg für sich ein. Und wenn Sie es ablehnen? Dann hängt man mich. Ich hätte gedacht, der beste Detektiv der Welt würde jemanden auf geschicktere Art und Weise beschatten. Nur wenn er unerkannt bleiben will. Hier, das werden Sie brauchen. Wofür? Für Ihren Artikel. William J. Burns soll Leo Frank aus den Klauen des Todes befreien. Pressefotos werden mir nie gerecht. Kommen Sie nicht zu spät? Oh, ich weiß nicht. Hören Sie, niemand kennt den Fall besser als Sie. Sie haben alles von Anfang an miterlebt.
Vielleicht haben Sie auch ein bisschen zu der Entwicklung beigetragen. Ich bin weder Richter noch Anwalt. Ich bin Reporter und habe geschrieben, was ich gesehen habe. Es tut mir leid. Ich wollte Sie nicht beleidigen, sondern eher als Freund gewinnen. Und wenn Sie so miserabel oder so gut sind, wie ich glaube, es ist mir egal was, dann könnte ich mir denken, dass Sie auch einen brauchen. Verdammt, Brent, so freundlich bin ich noch nie zu jemandem gewesen. Jetzt sagen Sie mir nicht, dass Sie das nicht zu schätzen wissen. Haben Sie ein paar Tipps für mich? Hey, Boss! Das blendet! Ich will mich nur vergewissern, ob Sie noch da sind. Soviel ich weiß, muss ich noch eine Weile hierbleiben, bis ich dieses verdammte Jahr wegen Beihilfe abgesessen habe. Legen Sie sich wieder hin. Hat das gereicht, Mr. Burns? Ich wollte nur seine Augen sehen. Man betrachtet sie als Spiegel der Seele. Ich muss sagen, ich bin sehr beeindruckt. Ja? Was haben Sie denn gesehen? Ich meine von Ihnen. Sie haben sich dabei geschickter verhalten als die Hälfte meiner Mitarbeiter. Oh, danke. Ich würde ihn gern noch eine Weile im Auge behalten. Aber, naja, ich kann eben nicht überall gleichzeitig sein. Verzeihen Sie, wenn Sie wollen, kann ich ja Conley für Sie beobachten. Vorübergehend. Was meinen Sie? Das heißt, Sie wollen eine Weile ich sein? Nein, so anmaßend bin ich nicht. Doch, doch, das ist eigentlich eine hervorragende Idee. Wie haben Sie mich überhaupt gefunden? Das ist mein Beruf. Sie haben bei dem Prozess gegen Jim Conley ausgesagt, nicht wahr? Ich habe nur gesagt, was ich weiß. Aber anscheinend hat mir keiner zugehört. Ich höre gern zu. Leider bin ich nicht so begabt wie er. Er ist ein guter Redner und kann Leute wie Sie reinlegen. Was ist mit den Geschichten, die er über Leo Frank erzählt hat? Hat er uns damit auch reingelegt? Ah, das ist merkwürdig. Obwohl ich weiß, wie er ist, bin ich mir jetzt nicht mehr sicher. Das beweist, wie gut er sich verstellen kann. Freunde, hiermit wollen wir unseren verehrten Gouverneur und seine Gemahlin nach einer Erkundungsreise in die Hauptstadt der Nation, in der Heimat, willkommen heißen. Ich will doch hoffen, dass man ihnen in Washington keinen Opossumbraten oder Dattelbier vorgesetzt hat. Wir alle wissen noch wie heute, dass John es war, der seinen alten Freund Hugh Dorsey in unsere Reihen gebracht hat. Mit Persönlichkeiten, die so zusammenhalten und mit unserem zukünftigen Gouverneur Ned Harris sehe ich nichts als blauen Himmel am Horizont für die Demokratische Partei und für uns alle. Hiermit erhebe ich mein Glas und trinke auf die politische Führung dieses Bundesstaates und insbesondere auf John Slayton und seine Sally. Trotzdem möchte ich Sie warnen. Gewöhnen Sie sich nicht zu sehr an sein gut aussehendes Gesicht, denn ab November wird er uns mit seinem Charme im Senat der Vereinigten Staaten vertreten. Auf John Slayton! Willkommen! Und auf Wiedersehen. Auf John und Sally. Danke. John, darf ich mir erlauben, Ihnen Ihre Frau zu entführen? Wann kommt ein alter Mann wie ich schon mal zum Tanzen? Sally. Entschuldigung. Na, wie geht's, Hugh? Bestens. Hören Sie, ich habe Watson nicht gebeten, das über uns beide zu sagen. Das habe ich auch nicht angenommen. Dann hätte er es noch weiter ausgeschmückt. Ich würde mich nicht beklagen, er hat eine Menge für Sie getan. Es hat sich niemand beschwert. Soviel ich weiß, haben Sie den Gefängnisausschuss fleißig bearbeitet. Ich tue nur meine Pflicht. Es hat den Anschein, dass Sie jetzt an der Reihe sind. Thank you.
Ich habe aus Washington erfahren, dass Sie und John einen guten Eindruck hinterlassen haben. Das hört man gern. Freut mich, dass Sie zufrieden sind. Sie sind davon nicht so begeistert, stimmt's, Sally? Das muss man in Kauf nehmen, wenn man einen Politiker heiratet. Mr. Watson? Guten Abend. Sind wir uns schon mal begegnet? Vor 2 Jahren habe ich Sie aufgesucht, um Sie zu bitten, meinen Mann zu verteidigen. Mein Name ist Lucille Frank. Entschuldigen Sie mich. Mein Mann wird sterben, Mr. Watson. Nur Sie und Ihre Freunde können das noch verhindern. Ich habe volles Verständnis für Sie. Sicher haben Sie viel erdulden müssen. Dass ein Mensch einem anderen so etwas antun darf, ist fast noch schwerer zu ertragen. Dass die Frau eines solchen Mannes das nicht versteht, war ja wohl zu erwarten. Ich verzeihe Ihnen Ihre Blindheit. Dann müssen Sie Tausenden von Menschen Ihre Blindheit verzeihen, Mr. Watson. Ich spreche für die Bevölkerung von New York. Ich protestiere. Illinois, ich protestiere. Texas, ich protestiere. Ich komme aus Virginia und ich protestiere. Georgia, ich protestiere ebenfalls. Mississippi, ich protestiere. Massachusetts, ich protestiere. North Dakota, ich protestiere. Indiana, ich protestiere. Niemand hübscher als die Braut sein. Und ich habe ein Recht, das zu sagen. Ich bin ein Verwandter von ihr. Oh, Sie sind nicht von hier, hm? Ich bin nur auf der Durchreise. Es kommt mir vor, als ob ich Sie schon mal gesehen hätte. Nicht in Wirklichkeit, aus Fleisch und Blut. Mehr wie ein Foto. Ja, genau, in der Zeitung. Sie waren Prinzessin bei einer Parade. Nein, um das zu werden, muss man einen reichen Vater haben. Oh, sind Sie vielleicht Filmschauspielerin? Nein, aber es war schon mal ein Bild von mir in der Zeitung. Tatsächlich? Ich war Kronzeugin bei einem Prozess. So, was denn für ein Prozess? Es ging um Mord. Mord? Mary Fagan, meine allerbeste Freundin, ist ermordet worden. Das ist ja furchtbar. Und Sie haben das mit angesehen? Nein, ich habe aber sofort gewusst, wer es war. Und ich hatte recht, man hat ihn eingesperrt, jetzt wird er gehängt. Woher haben Sie das denn gewusst? Einfach so, weil er gesagt hat, er war in seinem Büro, da habe ich ihn nicht gesehen. Ach, mir ist übel. Oh, halt, kommen Sie. Gab es sonst noch irgendwelche Gründe? Erzählen Sie. Er hatte so eine merkwürdige Art, wissen Sie? Wie denn? Bitte nicht so schnell, ich möchte mich lieber setzen. Dass er zu so etwas fähig ist. Ich kann nicht mehr. Augenblick, wozu? Ein Mord zu begehen? Bitte, mir ist schwindelig. Warten Sie! Hallo. Wer seid ihr? Ich bin Jesse Temple. Und das ist Alonso. Alonso Mann? Ja. Woher kommt mir der Name bekannt vor? Wir sind uns nie irgendwo begegnet. Nein. Merkwürdig, trotzdem habe ich ihn schon mal gehört.
aber vielleicht auch gelesen, ich weiß nicht. Wohl im Zusammenhang mit dem Mordprozess. In der Zeitung war ein Bild von uns beiden. Ja, ganz recht, der Frank-Prozess. Du hast vor Gericht ausgesagt. Die Reporter sollten sich mit ihren Zeitungsberichten etwas mehr zurückhalten. Plötzlich wird man von jedem erkannt. Alonso, warum tanzt du nicht mit Jaycee? Möchten Sie mit mir sprechen, Mr. Burns? Ich bin Marys Vater. Ich habe Ihre Gastfreundschaft wohl überbeansprucht. Da haben Sie vollkommen recht. Irgendwann ist das Maß voll. Machen wir einen Spaziergang? Nein. Hier nicht. Nicht während der Hochzeit. Nein! Nicht! Danke, Madam. Würdest du mir die bitte aufheben? Danke, Süße. Schade, ich würde dir gerne ein bisschen Feuer machen. Machen wir einen kleinen Rückblick, Ravenel. Der Prozess zog sich über Monate hin. Die Berufung nahm nochmal 1,5 Jahre in Anspruch. Nicht zu vergessen die unzähligen Zeugen. Und diese Bündel von Protokollen, das sind doch mindestens... 10.000 Seiten. Vermerken Sie das. Ich bin noch 8 Tage Gouverneur und ich habe weder die nötige Zeit noch die gebührende Ruhe, um über dieses Gnadengesuch nachzudenken. Darum beantragen wir, dass es dem designierten Gouverneur Harris auf die Tagesordnung gesetzt wird. Soll der sich darum kümmern? Gut, ich werde ein entsprechendes Schreiben verfassen. Wenn Sie von Watson zurückkommen, bin ich damit fertig. Und lassen Sie bitte meinen Wagen vorfahren. Was will Watson von dir? Keine Ahnung. Er ist schon den ganzen Tag hinter mir her. Vielleicht will er mir einen neuen Jagdhund vorführen. Packen Sie den Rest darüber. Noch mehr? Ja. Was meinst du, John? Ist er schuldig? Ich weiß es nicht. Das hast du in deiner Erklärung nicht erwähnt. Ich weiß es ganz ehrlich nicht. Na, was hast du für ein Gefühl? Um ganz offen zu dir zu sein, Sally, es geht mich nichts an. Soll ich dich irgendwo absetzen? Nein, nicht nötig. Dann bis später. Mr. Brent. Werden Sie eine Erklärung abgeben? Warten Sie bis morgen früh. Stimmen die Gerüchte? Sie wollen es Ned Harris überlassen? Das erfahren Sie morgen früh. Guten Abend, Tom. Guten Abend, John. Bring dem Gouverneur seinen Lieblingsbourbon mit frischem Quellwasser. Die Jagdhunde sehen gut aus. Die führen auch kein anstrengendes Leben, im Gegensatz zu mir. Und was ist mit Ihnen, John? Wollen Sie Ihre Ruhe haben oder die Ihnen versprochene Karriere machen? Habe ich denn wirklich die Wahl? Sie haben die reichste Frau in Georgia geheiratet. Das garantiert Ihnen ein angenehmes Leben, aber Ihre Karriere liegt bei Ihnen. Was haben Sie mit dem Juden vor?
Die Entscheidung werde ich dem guten Ned Harris überlassen. Ach, das ist kein Jagdhund. Noch sind Sie im Amt, das haben Sie zu entscheiden. Hugh Dorsey hat sein Werk vollendet und Ihnen den Strick überreicht. Sie brauchen jetzt nur noch Franks Gnadengesuch halt, abzulehnen und ihn zu hängen. Danach kümmern wir uns um Ihren Wahlkampf für den Senat. Aber ich bitte Sie, Tom, für eine solche Entscheidung muss man sich Zeit lassen. Die Leute haben es satt, noch länger zu warten. Dieser Fall sollte noch einmal überprüft werden. Wir alle haben es satt. Tom! Was glauben Sie, was die Leute von Ihnen halten, wenn Sie so mit der Justiz umspringen, John? Hugh Dorsey würde bestimmt nicht so lange zögern und Daumen drehen. Hugh Dorsey macht sich überhaupt keine Gedanken, außer über seine nächste Pressekonferenz. Ich mag ihn, er ist schlagfertig. Von Ehrgeiz zerfressen. Das ist eine andere Züchtung als wir. Mit dem Prozess wollte er sich nur ins Rampenlicht spielen und jetzt versucht er, mich mit hineinzuziehen. Dieser Mann ist zu allem fähig. Er wäre zumindest so klug, auf mich zu hören, wenn ich ihm etwas sage. Und er wäre mir dankbar für eine Karriere, für die jeder Mensch auf den Knien rutschen Tom, würde. Tom, was? Sie vergessen, dass ich 140 Wahlbezirke hinter mir hatte. Immerhin habe ich 3 Kandidaten aus dem Rennen geworfen. Glauben Sie, das haben Sie allein geschafft, aber vielleicht legen Sie auf meine Hilfe keinen Wert mehr. Ja. Wollen Sie mir das damit zu verstehen geben? Verdammt nochmal, John! Besser? Hm? Verdammt schon, warum tun Sie mir das an? Glauben Sie mir, ich will immer nur das Beste. Und zwar für uns alle. Und genau das haben Sie doch so an mir geschätzt. Ach, wirklich? Mhm. Naja, vielleicht. Aber ich kann der Bevölkerung von Georgia nicht zumuten, einen Mann zum Senator zu wählen, der sich weigert, ihren Willen zu erfüllen. Der nicht in der Lage ist, mit seinen Amtsgeschäften fertig zu werden. Auf einen Feigling können wir alle verzichten. Also, Sie werden die Entscheidung nicht aufschieben. Das alberne Anhörungsverfahren ist in 20 Minuten vorüber. Lehnen Sie das Gnadengesuch ab, stecken Sie es der Meute in den Rachen. Damit ist der Fall erledigt und wir können endlich weitermachen. Haben wir uns verstanden? Ich war Ihnen immer treu ergeben, stimmt's, Tom? Ja, und ich habe Ihnen stets geholfen. Und so wollen wir es auch weiterhalten. Nachdem ich dich zu Hause abgesetzt hatte, bin ich die ganze Nacht spazieren gegangen und habe auf den nächsten Morgen gewartet, um dich so bald wie möglich wiederzusehen. Ich habe dir nicht mal erlaubt, mich zu küssen. Nein, aber du hättest es schon gewollt. Woher weißt du das? Leo, Es heißt, dass der Gouverneur tausende von Briefen erhalten hat. Die Leute schreiben und schreiben, um ihn zu drängen. Jetzt nicht. Ich bin nicht in der Stimmung zu hoffen. Morgen vielleicht wieder oder übermorgen. Aber heute Abend nicht. Ich möchte nur mit dir zusammen sein. Einen Augenblick, nur ein Foto, Sir. Was erwarten Sie von Slayton Hugh? Er ist ein hervorragender Gouverneur. Ich erwarte, dass er seine Pflicht tut. Was verstehen Sie darunter? Dass er ihn begnadigt oder hinrichten lässt? Danke, dass Sie uns empfangen haben, Euer Exzellenz. Bei diesem Dokument hier handelt es sich um ein Gnadengesuch, unterzeichnet von uns Anwesenden und vielen, die nicht kommen konnten. Gouverneur, ich glaube, ich kann Ihnen Zeit und Mühe ersparen. Dieses Dokument ist rechtlich gesehen bedeutungslos. Jeder einzelne Punkt wurde sowohl von den Gerichten als auch vom Gefängnisausschuss... Es macht mir überhaupt keine Mühe. Mr. Rosser, bitten Sie darum, das Urteil aufzuheben? Nein, denn wenn er begnadigt und freigelassen wird, wird er nicht mehr lange leben. Wir bitten Sie, das Urteil in eine lebenslange Gefängnisstrafe umzuwandeln. Aber hiermit möchten wir nochmals bekräftigen, dass wir überzeugt sind, dass Mr. Frank Mary Fagan nicht ermordet hat. Haben Sie denn irgendwelche neuen Erkenntnisse, die das belegen? Entschuldigen Sie bitte, Gouverneur. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt reden darf, aber wie dem auch sei. Mein Name ist William J. Burns. Oh ja, Mr. Burns, Sie haben mir schon fast gefehlt. Danke. Nun, Sir... Ich kann zwar noch keine konkreten Beweise vorlegen, aber ich habe mich mit dem Fall beschäftigt und ein paar Punkte finde ich sehr merkwürdig.
Zum Beispiel hat der Hauptbelastungszeuge Jim Conley mit Anschuldigungen nur so um sich geworfen. Und die Geschworenen haben das zur Kenntnis genommen, ohne zu wissen, dass er ein ellenlanges Strafregister hat. Soll das heißen, er hat an Meinheit geschworen? So viel ich weiß, habe ich das nicht behauptet. Haben Sie vielen Dank. Damit wäre die Sache wohl erledigt. In Übereinstimmung mit Ihrer Verpflichtung der Bevölkerung gegenüber beantrage ich, das Gesuch abzulehnen und der Gerechtigkeit damit Genüge zu tun. Augenblick. Verehrter Staatsanwalt, das Anhörungsverfahren wird abgeschlossen, wenn ich es sage. Ich wollte lediglich darauf hinweisen, dass Leo Frank hier in Georgia in einem fairen Prozess verurteilt wurde und dass das hier gefällte Urteil vom obersten Gerichtshof in Washington bestätigt worden ist. Das Geschworenengericht ist die Seele unserer Gesetzgebung. Wir müssen es verteidigen. Sie brauchen keine Angst zu haben. Ich stehe voll und ganz auf Ihrer Seite, um diese Prinzipien zu verteidigen. Bei allem nötigen Respekt, Sir. Bevor Sie Gouverneur wurden, haben Sie sich als Anwalt betätigt. Stimmt das? Liefern Sie uns wieder mal eine Kostprobe Ihres berühmten Kreuzverhörs? Ich wollte nur feststellen, dass Sie als Rechtsberater für Wirtschaftsunternehmen gearbeitet haben. Und nicht als Strafverteidiger. Sie hatten kaum Gelegenheit, sich mit dem Geschworenensystem vertraut zu machen. Aber es funktioniert. Die Geschworenen, die mit diesem Fall zu tun hatten, haben mehr Erfahrung zu entscheiden, ob ein Zeuge glaubwürdig ist, als jeder Beamte, der die Zeugen nicht mal gesehen hat, auch wenn seine Absichten noch so edel sind. Alles, was hier jetzt noch vorgebracht wird, ist mehr oder weniger bedeutungslos im Vergleich zu dem, was die Zeugen bei der Verhandlung vor Gericht ausgesagt haben. Ich habe kürzlich gelesen, dass ein Richter von der Westküste behauptet, wenn er nur die Füße desjenigen im Zeugenstand beobachte, könne er genau sagen, ob der Betreffende lügt. Wir müssen uns an dieses Urteil der Geschworenen halten. Es ist immerhin der Wille des Volkes. Wir sollten diese Angelegenheit hinter uns bringen und in die Zukunft blicken. Sie merken hoffentlich, dass ich hier nicht nur für mich spreche. Fahren Sie fort. Das ist alles. Na schön. Sie haben darauf aufmerksam gemacht, dass ich keine strafrechtliche Erfahrung habe. Ich finde, es wird höchste Zeit, dem abzuhelfen. Ich werde Ihren Mr. Conley mal vorladen. Ich möchte mir persönlich einen Eindruck von ihm machen. Oh, vielen Dank für den Hinweis. Seien Sie unbesorgt, ich werde ganz besonders auf seine Füße achten. Ich weiß nicht, Ravenel. Dieser Dorsey ärgert mich irgendwie. Wenn ich nur wüsste, was ich machen soll. Du meine Güte. Ich habe schon auf dich gewartet, Süße. Bestimmt. Hast du dich deswegen so rausgeputzt? Ich werde morgen den Gouverneur besuchen. Er will mich sehen. Darum habe ich mich so fein angezogen. Die Weißen mögen es aber nicht, wenn Nigger zu gut aussehen. Was versprichst du dir davon? Vielleicht wird ein Bild von mir in der Zeitung veröffentlicht. Ja, aber ein Foto, wie du gerade gelünscht wirst und deine Füße unterm Hintern baumeln. Es wird mir Spaß machen, mit dir zusammen zu sein. Davon kannst du nur träumen. Ich träume davon, was wir jetzt machen werden. Wenn diese Gitterstäbe nicht wären. Was ist das? Ein Brief von einem frisch Verliebten. Na los, nimm ihn. Der ist für dich. Setzen Sie sich, Jim. Sie wissen, weshalb Sie hier sind? Das ist so eine Art neue Verhandlung. Nein, überhaupt nicht. Wir möchten nur ein paar Punkte klären. Ich ersehe aus Ihrem Strafregister, dass Sie nicht zum ersten Mal im Gefängnis sitzen. Sie wurden auch schon mal zur Zwangsarbeit verurteilt. Und das wie oft, bitte? Viermal, glaube ich.
An schlechte Zeiten erinnert man sich nicht so gern, Boss. Warum hat man Sie zu Zwangsarbeit verurteilt, Jim? Oh, wenn man betrunken ist, wird man leicht streitsüchtig, Sie wissen schon. Und was ist mit Diebstahl? Haben Sie nie irgendetwas gestohlen? Hm? Ich habe mal ein paar Hühner geklaut, als ich zufällig arbeitslos war. Eine Taschenuhr ebenfalls. Da hatte ich zwar Arbeit, aber ich wollte nicht zu spät kommen. Sie meinen, als Sie in der Fabrik gearbeitet haben? Nein, davor. Oh. Wie war das eigentlich mit Ihrem Posten in der Fabrik? Die Arbeit war doch etwas ungewöhnlich, hm? Sie meinen, weil ich Mr. Frank und seine Damen zu beobachten hatte? Ja. Naja, das habe ich auch gemacht. Schließlich hatte ich den Auftrag dazu. Ich hätte nie erwartet, dass es so weit kommt. Dieses arme kleine Geschöpf. Und wie es am Mordtag war, wissen Sie noch? Naja, nicht mehr ganz so wie zu Anfang. Jedes Mal fällt mir was Neues an. In diesem Moment, woran erinnern Sie sich jetzt? Ich erinnere mich an den Ausdruck in seinem Gesicht, als er mir gesagt hat, was er getan hat. Und an dieses dumpfe Geräusch, als ich Ihren hübschen Sonnenschirm in den Schacht geworfen habe. Auch wie Sie die Leiche versteckt haben? Ich weiß noch, dass Mr. Frank wie versteinert dastand, mit schreckgeweiteten Augen. Ich entnehme Ihrer Akte, dass Sie vor Gericht ausgesagt haben, dass Sie hin und wieder lügen. Ja, ich habe sehr viel Fantasie. Dann erzählen Sie uns mal, was Sie machen, wenn Sie lügen, Jim. Schauen Sie den Leuten dabei direkt ins Gesicht und in die Augen? Nein, normalerweise, wenn ich lüge, dann zucke ich mit dem Kopf. Und was machen Sie noch, Jim? Manchmal spiele ich so mit meinen Fingern rum. Dann möchte ich Sie doch herzlichst bitten, wenn wir jetzt fortfahren, dass Sie mir ab und zu ein Zeichen geben, damit ich weiß, ob Sie lügen oder nicht. Aber nein, Sir, Sie würde ich niemals belügen. Tatsächlich? Wieso nicht? Bin ich denn was Besonderes? Sie sind der Gouverneur. Oh. Wenn Sie mich beim Lügen erwischen, käme ich nie mehr aus dem Gefängnis raus. Tja, da haben Sie recht. Dann wollen wir Ihr Gedächtnis mal auf die Probe stellen, Jim. Beim ersten Verhör durch die Polizei haben Sie erklärt, Sie wären im Kino gewesen. Und das zweite Mal haben Sie gesagt, Sie hätten sich ein Bier geholt und was zu essen. Was stimmt nun? Es stimmt beides. Erst habe ich mir dieses Bier und was zu essen geholt und anschließend bin ich im Kino gewesen. Und wovon bitte hat dieser Film gehandelt? Das war so ein Streifen mit Tortenwerfen. An alles erinnere ich mich nicht, weil ich gar nicht drin war. Sie waren gar nicht drin? Ich hatte Hunger und habe was gegessen und habe dabei von draußen ein bisschen zugesehen. Verstehe. Trotzdem ist das keine Begründung, warum Sie Ihre Aussage viermal geändert haben. Zunächst habe ich das nicht mehr gewusst, weil... Das Ganze war genau eine Woche vorher passiert. Sie haben ein gutes Gedächtnis, den Eindruck habe ich jedenfalls. Oh ja, sicher. Aber wenn ich trinke, dann vergesse ich manches. Und gerade in der Woche habe ich sehr viel Durst gehabt. Hat jemand Ihrem Gedächtnis ein bisschen nachgeholfen? Die Polizei am Anfang. Und Mr. Dorsey. Hat Mr. Dorsey Ihnen geholfen, Ihre Gedanken in Worte zu... Naja, er hat mir geholfen, mich richtig auszudrücken. Mit Worten. Die Gedanken waren von mir. Sie meinen, Sie haben die Geschichten selbst erfunden? Nein, wieso? Ich habe nur erzählt, wie es war. Wenn Sie hier jemanden beschuldigen wollen, Gouverneur, tun Sie es bitte direkt, anstatt den Zeugen zu verwirren. Habe ich Sie etwa verwirrt, Jim? Nein, Sir. Ich bin doch nicht so schnell wie Sie. Oh, das würde ich nicht unbedingt behaupten. Das wäre dann alles, Jim. Für heute. Danke. Kommen Sie. Ich möchte den Generalstaatsanwalt fragen, wie oft er sich mit dem Zeugen treffen musste, um seinem Erinnerungsvermögen auf die Sprünge zu helfen. Ich war vielleicht zwei oder dreimal bei ihm. Doch ich verwahre mich dagegen, ihn bearbeitet zu haben. Bearbeitet ist wohl noch milder ausgedrückt. Gouverneur, lassen Sie das durchgehen. Sie werden schon die Möglichkeit nutzen, darauf zu antworten. Selbst wenn diese lächerliche Anschuldigung wahr wäre, ist der Prozess nicht nur durch einen Zeugen entschieden worden. Was ist mit dem gerichtsmedizinischen Gutachten, den Fabrikarbeitern, der Polizei und all den kleinen Mädchen? Mr. Rosser weiß ganz genau, dass die Wahrheit gesagt haben. Darum hat er es nicht gewagt, eins der Kinder ins Kreuzverhör zu nehmen. Das war eine taktische Entscheidung, die ich heute zutiefst bereue. Mag sein, aber das hätte auch nichts geändert. Alle meine Zeugen hätten dazu gestanden, was sie gesagt haben. Das lässt sich nachprüfen. Gouverneur, ein paar von diesen Zeugen sind hier anwesend.
Warum befragen Sie sie nicht? Das ist ja empörend. Soll er jetzt den Fall für Sie übernehmen? Sie brauchen sich nur einen Zeugen vorzunehmen. Eins von diesen Mädchen. Fragen Sie Doreen Kemp. Sie können nicht auf halbem Wege stehen bleiben. Ich werde heute niemanden mehr verhören, Mr. Rosser. Damit wäre der Fall abgeschlossen. Ich habe gesagt, heute. Darüber hinaus werde ich zumindest über Ihren Antrag nachdenken. Darf ich Sie bitten? An Ihrer Stelle würde ich mein Glück nicht überstrapazieren. Entschuldigen Sie mich. Vergessen, dass wir in 5 Tagen umziehen und dann hier wohnen. Bis du mich nach Washington nachholst. Ja. Also sei still und mach dich an die Arbeit. Redet man so mit einem Gouverneur? So, jetzt kannst du endlich wieder was sehen. Ja? Ich frag mich sowieso, was deine Verwandten hier von mir denken. Dass ich hier einziehe und ihre Ruhe störe. Die erinnern sich noch, wie du zum ersten Mal zum Essen da warst. So schlecht habe ich mich nicht benommen. Was soll das? Du warst furchtbar. Aber zumindest hast du dich bemüht. Bemüht? Verdammt, die haben mich wütend gemacht. Ich war mir bewusst, dass ich nicht gut genug für dich war. Daran hätten sie mich nicht dauernd zu erinnern brauchen. Andererseits war ich natürlich schon ein ziemlicher Hitzkopf. Ja, das kann man sagen. Ein hübsches Kind. Wie konntest du mich nur jemals heiraten? Keine Ahnung, du hast auch nicht übel ausgesehen. Erinnerst du dich noch daran? Ja, dass du den aufbewahrt hast. Selbstverständlich, den hast du mir geschrieben, als wir verlobt waren. Ideale sind wie Sterne, denn man erreicht sie niemals. Aber wie die Seefahrer richten wir unseren Kurs nach innen aus. Das habe ich aus einem Buch geklaut. Montaigne oder wie der hieß. Ich wollte dir Eindruck machen. Das wusste ich. Tatsächlich? Es hat mir trotzdem gefallen. So warst du und bist du auch heute noch. Ich danke dir. John! Willy? Na, Mrs. Layton. Gouverneur, dass Sie hier sind, wusste ich nicht. Von wem ist das bitte? Von Mr. Watson. Seine Leute haben Sie vorbeigebracht. Es wäre eine kleine Aufmerksamkeit vom Boss. Habe ich was falsch gemacht? Aber nein. Was ist daran komisch? Ich betrachte es einfach als ein kleines Zeichen seiner Wertschätzung für mich. Viel mehr soll es ja auch nicht sein. Sein sanftes Herz hat ihn dazu gezwungen. Na, wie sehe ich aus? Fabelhaft. Dann hör sofort auf zu lachen. Ich verkörpere die Zukunft dieses Staates. Oh, verzeih, das hatte ich vergessen. Es muss so sein, sonst würde ich nicht solche Aufmerksamkeiten bekommen. In Gedanken sehe ich uns schon, John. Wie wir auf dem Wind dahin reiten. Direkt bis nach Washington, die Stufen des Kapitols hinauf. Ich persönlich habe sie dazu erkoren. John, hör auf, er bekommt Angst. Die Bevölkerung liebt sie, aber vergessen Sie niemals, das alles verdanken Sie mir, John. Wenn wir beide zusammenhalten, dann werden wir... Jawohl, wir müssen den Leuten zeigen, dass sie jetzt kommen. Hör auf! Steig wieder aus, bitte.
Die kleine Mary Fagan, die macht sich fein und schick, um ihren Lohn zu holen in der Bleistiftfabrik. Um 11 gibt sie der Mutter schnell einen letzten Kuss. Noch hat sie keine Ahnung, dass sie bald sterben muss. Mit eiskalt bösem Lächeln steht Leo Frank schon dort und sagt der kleinen Mary, hier kommst du nie mehr fort. Sie fällt auf ihre Knie, fleht weinend und devot. Und als man sie schließlich findet, ist die kleine Mary tot. Laut Antrag von Mr. Rosser wird das Anhörungsverfahren fortgesetzt. Ich habe verschiedene Zeugen vorgeladen, um mir selbst ein Bild Ihrer Aussage zu machen. Mr. Lund, Sie haben ausgesagt, Leo Frank habe Mary Fagan persönlich gekannt. Woher wissen Sie das? Als ich noch dort gearbeitet habe, kam er mal rein und wollte, dass Ihre Stempelkarte korrigiert wird. Ist das alles? Nur aufgrund dieser Stempelkartengeschichte folgern Sie, dass er Sie persönlich kannte? Er hat auch Mary gesagt. Ist doch ganz klar, dass er sie kannte, sonst hätte er nicht ihren Vornamen benutzt. Dann steht hier, dass sie kurz vor Marys Tod entlassen worden sind. Aus welchem Grund bitte? Mr. Frank hatte behauptet, ich hätte einen Dollar Minus auf meinem Konto, aber das stimmte nicht. Darüber haben wir uns gestritten und er hat mich gefeuert. Haben Sie ihn gemocht? Nein, ich hatte nie was für ihn übrig. Warum nicht? Weil er so ein merkwürdiger Mensch war. Sie meinen, weil er nicht von hier stammte? Oder vielleicht, weil er Ihr Boss war? Er hat immer diese steifen Kragen getragen. So wie ich? Tut mir leid. Ja. Hallo Doreen, wie geht's Ihnen? Aber jetzt muss ich wohl Miss Doreen sagen. Sie sind eine hübsche junge Dame geworden. Ich habe Sie kaum erkannt. Woher sollten Sie mich auch kennen? Immerhin haben Sie während des Prozesses eine Menge Aufmerksamkeit erregt. Stehen Sie gern mit Bild in der Zeitung? Aber selbstverständlich, Sie nicht? Oh doch, ja, ich glaube schon. Was gefällt Ihnen am besten dabei? Keine Ahnung. Wahrscheinlich, dass die Leute plötzlich für mich Interesse hatten. Das war ja auch eine ziemlich wichtige Angelegenheit. Es ging um das Leben eines Menschen. Und darum geht es immer noch. Dessen sind Sie sich doch bewusst. Ja. Gut. Nun, Doreen, vor Gericht haben Sie ausgesagt, dass Mr. Frank Sie belästigt und Ihnen Geld angeboten habe. Stimmt das? Naja, ich kam irgendwann mal in sein Büro. Und sein Schreibtisch war übersät mit unzähligen Dollarscheinen. Was hat er gesagt? Daran erinnere ich mich nicht mehr, seitdem ist so viel Zeit vergangen. Na, dann sehen wir mal, was Sie damals gesagt haben. Ah, da ist es ja. Mr. Frank ist ganz nah an mich herangekommen, hat auf das Geld geblickt und mich gefragt, ob ich welches haben möchte. Ein kluges Mädchen wisse, was man dafür tun müsse. Ja, das hat er gesagt. Waren das seine genauen Worte? In etwa? Ja, so ähnlich habe ich es jedenfalls erzählt. Es haben mir doch alle geglaubt. Wie hat er Sie denn noch belästigt? Er hat mich belauert und sich über mich gelehnt, wenn ich die Schrift auf die Bleistifte gestanzt habe. Kann es nicht sein, dass er nur Ihre Arbeit inspizieren wollte? Bei den hässlichen Mädchen hätte er das bestimmt nicht getan. Aber möglich wäre es doch. Ist ja auch egal, weshalb. Er hat mir so ein komisches Gefühl vermittelt. Wie denn? Wie man nicht empfinden darf. Warum sind Sie am Mordtag, wenn Sie solche Angst vor Mr. Frank hatten, ganz allein in die Fabrik gegangen? Um meinen Lohn abzuholen. Sie wussten, es war Feiertag und dass sonst niemand anwesend war. Ich brauchte das Geld, es überkam mich plötzlich. Gouverneur, Einspruch. Wir befinden uns hier nicht in einer offiziellen Verhandlung. Ich will nur herausfinden, ob die junge Dame bei ihrer Aussage bleibt. Natürlich, es ist die Wahrheit. Ich weiß zwar nicht mehr genau, was er wann gesagt hat, aber ich weiß, wie er sich verhalten hat. Ganz schmutzig kam ich mir vor. Und ich habe mich geschämt, obwohl ich überhaupt nichts getan hatte. Und genauso behandeln Sie mich jetzt. Glauben Sie, was Sie wollen. Aber eins weiß ich ganz genau, weil ich dort war. An dem Tag, als Mary Fagan ermordet wurde, war Mr. Frank nicht in seinem Büro, wie er behauptet hat. John Slayton, Sie sind schlimm wie ein Heide. Wenn Sie den Juden begnadigen, werden Sie auch am Galgen enden. Und Ihre Frau ebenfalls. Die Gefolgsleute der Mary Fagan. Warum hat Frank an dem Abend den Nachtwächter in der Fabrik angerufen? Das hat er sonst nie gemacht. Seine Anwälte behaupten, weil der Nachtwächter neu war.
Eine Woche davor war er noch neuer, da hat er nicht angerufen. Geschweige denn davor. Darf ich Ihnen meine Meinung sagen, Sir? Nur zu, sagen Sie, was Sie wollen. Ich finde, dass Sie sich in die Geschichte etwas zu sehr verrennen, Gouverneur. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass Sie die Fähigkeit besitzen, der beste Senator in der Geschichte der Vereinigten Staaten zu werden. Und ich würde Ihnen gerne dabei helfen. Aber was Sie jetzt tun, darf ich als politisch ungeschickt bezeichnen. Das grenzt an politischen Selbstmord sozusagen. Es gibt etwas, das Sie nicht verstehen, Ravenna. Ich will nur wissen, was passiert ist. Ich will ganz genau wissen, was an dem Tag passiert ist. Die Leute kommen hierher. Sowing in the kindness, sowing in the new time and the new eve. Waiting for the harvest and the time of reaping, we shall come rejoicing, bringing in the sheaves. Als Sie gestört zu haben, Gouverneur. Das haben Sie nicht. Es war ein sehr schöner Lobgesang. Wir wollen Ihnen damit zeigen, dass es hier noch anständige Menschen gibt, die auf der Seite von Mary Fagan stehen. Manche behaupten, wir seien grausam, aber wir verlangen nur Fairness. Wir fordern, dass vor dem Gesetz alle gleich sind. Und dass Leo Frank genauso behandelt wird, als ob er einer von uns wäre. Das will ich ebenfalls. Manche haben aber nicht den Eindruck. Die glauben, dass sie auf die Reichen hören. Die aus dem Norden, denen die Eisenbahn und die Zeitung gehören und die an der Wall Street feilschen. Bleiben Sie konsequent. Nur darum bitten wir Sie. Das dürfen Sie nicht zulassen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech ha'olam Asher kidishonu b'mitzvoso ויצוונו להליך נר של שבוס. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא פרי הגפן. Sieh mal, was du gemacht hast. Du hast meine schönen Schuhe schmutzig gemacht. Jetzt glänzen sie nicht mehr. Es tut mir furchtbar leid. Geh schon rein und mach sauber. Und du? Setz dich aufs Bett. Hände hinter den Kopf. Guten Abend, kleine Süße. Warum hast du das gemacht? Ich hatte es satt, dich immer nur durchs Gitter zu betrachten. Ich wollte dich endlich mal ohne Unterbrechung in einem Stück sehen. Gestern habe ich dich vermisst, Süße. Wo warst du? Ich musste zu verschiedenen Leuten. Zu wem? Zu den Oberwärtern. Ich soll bald wieder frische Luft atmen dürfen. Wann wirst du entlassen? Es kann jeden Tag sein. Ich habe auch wieder von uns beiden geträumt. Was wir machen, wenn wir frei sind. Ich habe alles aufgeschrieben. Der Brief liegt hier unter der Matratze.
2 Tage habe ich daran geschrieben. Na los. Na los, nimm ihn, er sieht gerade nicht her. Schön bist du. Schluss jetzt, das genügt. Es tut mir leid. Entschuldige bitte, Mary. Verzeih mir. Alonso. Nein. Hör jetzt auf. Nein. Ich muss es ihr sagen. Es gibt aber nichts zu sagen. Oh doch. Ich habe es gesehen. Nichts hast du gesehen. Es war ein Albtraum. Nein. Du hast ausgesagt, dass Mr. Frank dich immer anständig behandelt hat. Bleibst du dabei? Natürlich. Kennst du einen gewissen Jim Conley? Alonso. Ich weiß, wer es ist. Du hast samstags in der Fabrik gearbeitet. Ist er dir da mal begegnet? Yes, Sir. Und was hat er gemacht? Hat er meistens unter der Treppe gesessen? Manchmal. Und was hat er da gemacht? Wie meinen Sie das? Hat er zum Beispiel geschlafen? Oder hat er auf die Tür aufgepasst? Keine Ahnung. Ich habe seine Augen gesehen. Als ich reinkam, stand er da und war starr vor Schreck. Nach dem, was du erzählst, kann er auch die Tür beobachtet haben, wie er behauptet. Aber am Tag des Mordes war er da auch dort und hat aufgepasst. Ich denke schon. Du sollst dich genau erinnern, dafür ist das zu wichtig. War er da oder nicht? Ja, Sir. Aha. Du kennst Conleys Aussage, was an jenem Samstag in der Fabrik passiert sein soll, oder? So ziemlich. Sind schon mal Frauen dort aufgetaucht? Ja, manchmal die Mädchen. Mary. Ich habe sie gesehen. Ja, selbstverständlich. Redest du von dem Tag des Mordes? Alonso. Alonso. Soll das etwa heißen, dass du Mary Fagan kurz bevor sie ermordet wurde in der Fabrik gesehen hast? Das hast du in deiner Aussage verschwiegen. Ich hätte es schon gesagt. Es hat mich niemand gefragt. Ich habe sie an dem Tag dort gesehen. Ich war auch dort und sie ging rein. Und dann? Wie ging's weiter? Was ist dann passiert? Das weiß ich nicht. Jetzt erzähl bitte weiter, Junge! Keine Ahnung, ich bin zur Parade gegangen. Ich habe die Fabrik verlassen und sie ging rein. Und was dann? Was ist dann passiert? Sie wurde ermordet. Ich habe es am nächsten Tag erfahren. Ich bin weggegangen und sie wurde ermordet. Ich war bei der Parade. Tja. Und ich möchte darauf hinweisen, dass mich ein Punkt immer besonders gestört hat. Ich habe am Tatort die gerichtsmedizinische Untersuchung geleitet. Und man hat immer von Blut an der Drehbank geredet und von Blut auf dem Fußboden vor der Drehbank. Und da war gar keins? Ein oder zwei kleine Flecke, mehr nicht. Es hat nicht mal gereicht, um nachzuweisen, dass es von Mary Fagan stammte. Dann wurde noch behauptet, man habe an der Drehbank Haarbüschel gefunden. Auch von ihr. Aber auch das war nicht nachzuweisen. Waren nicht das Blut und die Haare der Hauptbeweis, dass sie bei Franks Büro ermordet wurde? Ja, Sir. Lassen Sie mal sehen. Mr. Quinn, was haben Sie für einen Posten in der Fabrik? Ich leite die Werkzeugabteilung. Ist Ihnen die Behauptung bekannt, dass Marys Blut und Haare oben bei der Drehbank gefunden wurden? Natürlich ist es ihm bekannt. Er hat mich selbst darauf hingewiesen. Stimmt das, Mr. Quinn? Aber ja, die Polizei hat gesagt, ich soll das melden. Ich habe dem nie große Bedeutung beigemessen. Aber die fanden das wichtig. Es sei meine Pflicht, das vor Gericht auszusagen. Dafür würde ich auch eine große Belohnung bekommen. Dann glauben Sie also nicht, dass es Marys Haare und Marys Blut waren? Ich weiß nicht, die können von jedem der Mädchen stammen.
Es gibt einen Gasbrenner da oben, an dem Sie Ihre Lockenwickler warm machen. Da haben Sie sich immer die Haare eingedreht, wenn niemand aufgepasst hat. Was ist mit dem Blut? Immerhin ist es eine Drehbank. Da kommt es oft vor, dass man sich in die Finger schneidet. Das ist mir bestimmt auch schon 100 Mal passiert. Warum haben Sie das bei der Verhandlung verschwiegen? Bei allem gebührenden Respekt, Euer Exzellenz. Diese Fragestellung ist absolut lächerlich. Es waren Haare an der Drehbank. Wenn nicht von Mary Fagan, dann von jemand anderem. Niemand behauptet, dass Sie von allein dorthin gekommen sind. Warum hat unser Mr. Rosser hier dann nicht eins dieser Mädchen vorgeführt? Immerhin gibt es 103, die dort arbeiten. Und es hätte nur zu sagen brauchen, dass die Haare vielleicht von ihr sind. Falls es solch ein Mädchen gibt, warum in Gottes Namen ist es nicht vorgetreten und hat es zugegeben? Würden Sie zugeben, dass Sie sich während der Arbeitszeit die Haare eindrehen? Sofern Sie eine Frau, arm und auf die Arbeitsstelle angewiesen wären, hm? Sie hätte einzig und allein zugeben müssen, sich die Haare eingedreht zu haben. Das ist kein Verbrechen und keine Schande. Warum hat sich niemand gemeldet? Darauf gibt es nur eine Antwort. Das Mädchen, von dem die Haare stammten, war tot. Das wär's für heute. Bringen Sie mir bitte Leo Frank her. Ich glaube, es wird Zeit, dass ich diesen Mann persönlich kennenlerne. Da kommt er! Ja, da kommt Jack the Ripper! Ja, halt genau! Regeln wir das doch gleich hin! Regeln wir das doch gleich hin! Nein, weder hier noch jetzt. Und schon gar nicht, solange ich Sheriff im Bezirk bin. Verschwindet! Macht den Weg frei! Ich möchte mitkommen. Mr. Frank, haben Sie etwas zu sagen? Ich möchte Sie lieber etwas fragen. Was denn? Sehe ich aus wie jemand, der ein Kind ermorden kann? Ich erhebe Einspruch, Gouverneur. Dieser Mann ist ein verurteilter Mörder. Das ist eine Verletzung der Verfahrensordnung. Ich hoffe doch, Ihr Justizsystem wird die Frage von Mr. Frank überleben. Sie haben noch nicht geantwortet, Gouverneur. Das will ich sofort tun, Mr. Frank. Nein. Sie sehen nicht wie ein Mörder aus, aber wir beide wissen, dass das Leben viel komplizierter ist. Es gibt Mörder, die wie Heilige aussehen. Sie haben damals behauptet, Sie hätten Mary Fagan nicht gekannt. Das stimmt namentlich nicht. Sie hat über ein Jahr keine 4 Meter von Ihrem Büro entfernt gearbeitet. Sie sind jeden Tag an ihr vorbeigegangen. Ja. Als Betriebsleiter der Fabrik haben Sie doch über alles Bescheid gewusst, oder? Das dachte ich jedenfalls. Doch nun, Mr. Frank, möchte ich Sie etwas fragen. Entspricht Jim Conleys Aussage der Wahrheit? Nein. Es ist alles erlogen. Von vorn bis hinten. Das muss er jetzt sagen. Die Geschworenen haben ihm nämlich nicht geglaubt, sondern Mr. Conley. Sie brauchen mich nicht daran zu erinnern, was die Geschworenen geglaubt haben. Im Moment geht es nur darum, was ich glaube. Jim Conley hat vor der Polizei erklärt, er könne nicht schreiben. Ich habe gleich gesagt, dass das nicht stimmt. Und dann geht er hin und behauptet, er habe nur auf meine Aufforderung hin diesen Zettel geschrieben. Dabei hat er ihn selbst verfasst, um seine Haut zu retten. Darf ich stehen, Sir? Aber ja, wenn es Ihnen lieber ist. Ich stehe hier vor Ihnen und rede um mein Leben, doch... Um sein Leben zu verteidigen, das erfordert Redegewandtheit. Ich bin kein großer Freund von Worten. Ich bin Betriebsleiter.
als die Polizei mich zum Tatort gebracht hat und mir Mary Fagans Leiche zeigte. War es das Furchtbarste, was ich je im Leben gesehen habe. Jim Connolly hat ausgesagt, dass ich sie getötet hätte und ihre Leiche im Ofen verbrennen wollte. Gouverneur, ich kann nur sagen, dass ich zu einer solchen Tat gar nicht fähig wäre. Das steckt nicht in mir. Wenn man Monate in einer Gefängniszelle verbringt, dann fängt man an, sich alles Mögliche aufzuschreiben. Aber ich will Sie damit nicht behelligen. Ich kann nur wiederholen, ich habe Mary nicht ermordet. Ich habe sie zuletzt gesehen, als ich ihr an jenem Samstag den Lohn ausbezahlt habe. Sie sah sehr hübsch aus. Und das habe ich ihr gesagt. Wenn die Justiz aber meine Hinrichtung verlangt, als Sühne, für dieses arme Kind, das aber von jemand anderem ermordet wurde, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als zu sterben. Ich kann mich jetzt nur noch in mein Schicksal ergeben. Aber ich habe dieses Verbrechen nicht begangen. Irgendwann stellt es sich bestimmt heraus. Vielen Dank, dass Sie mir zugehört haben. Sie mit diesem Fall belastet habe. Wer konnte ahnen, dass Sie ihn wieder aufrollen? Sie haben erwartet, dass ich mich wie ein Feigling verhalte und das Gesuch ablehne. Ja, das stimmt. Ohne mich wäre es nie zu einem fairen Anhörungsverfahren gekommen. Er hatte bereits ein schweres Verfahren. Tatsächlich! Na schön. Vielleicht habe ich bei dem einen oder anderen Zeugen ein bisschen nachgeholfen, aber ich bin Ankläger und keine Krankenschwester. Sie haben Frank doch eben gehört. Hat er Ihnen was Neues erzählt? Ich habe mir aber zumindest angehört, was er zu sagen hatte. Bitte, lassen wir das beiseite. Reden wir von etwas anderem. Am Anfang, John, war ich felsenfest davon überzeugt, Sie wären der Mann, um die Leute hier ins 20. Jahrhundert zu führen. Ich weiß nicht wieso, doch ich glaube es noch. Der Mann ist schuldig. Sie setzen Ihre Karriere aufs Spiel, nur weil Sie unbedingt Recht haben wollen. Dabei können wir doch nur verlieren. Wir sitzen alle im gleichen Boot. Gouverneur, Ihr Wagen ist beim Seitenanhang vorgefahren. Ist meiner Frau nichts geschehen? Nein, Sir, nicht das Geringste. Aber Sie sollten sich trotzdem beeilen. Ist gut. Haben Sie vielen Dank. Wir sehen uns bald, Süße. Bleibst du wohl an meiner Hand? Cross.
ist schon gut. Ich war auch ewig nicht mehr in einer Kirche. Wurde direkt mal Zeit. Ich möchte nicht drängen, aber ich hab's eilig. Der Mann ist ja ein zweiter Casanova. Können Sie was damit anfangen? Dass er eingesperrt bleibt und mir nichts tun kann? Ich werde es versuchen. Und haben Sie vielen Dank. Oh, ich habe das nicht ihretwegen getan. Auch nicht, um Geld dafür zu bekommen. Ich mag ihn nicht. Ich mag diesen ganzen Ort nicht. Je weiter ich von hier weg bin, desto mehr werde ich aufatmen. Sie wollen fort? Irgendwohin. Wie ist es dort, wo Sie herkommen? Sie meinen New York? Mhm. Anders ist es auf jeden Fall. Das wird mir nichts ausmachen. Vielleicht begegnen wir uns dort mal auf der Straße. Wer weiß. Hallo Freunde, folgen Sie dem Ruf des Herrn? Dasselbe möchten wir Sie fragen. Es ist ein bisschen peinlich, aber ich fuhr gerade hier entlang, als mich plötzlich die Natur überkam. Dem musste ich nachgeben und habe mich dabei verlaufen. Räumen Sie bitte sämtliche Taschen aus. Weswegen? Aber wenn Sie Wert drauflegen, hier bitte. Wenn Sie mir verraten, was Sie suchen, geht's womöglich schneller. Vielleicht sagt er tatsächlich die Wahrheit. Das bezweifle ich. Ich bin auf dem Weg nach Norden. Ich fahre nach Hause. Ich darf mich Ihnen empfehlen. Sie sind wahre Profis. Da wir nun schon mal hier sind, würden wir Sie gern aus der Stadt hinaus eskortieren. Ist mir eine Ehre. Besten Empfehlungen vom Meisterdetektiv. Na und? Conley hat dieser Frau Liebesbriefe geschrieben. Er ist wohl ein glühender Verehrer von ihr gewesen. Das hier ist eine Kopie des Zettels, der neben Mary Fagans Leiche auf dem Boden lag und der Conley angeblich von Leo Frank diktiert wurde, dabei um die Nachtwächter zu beschuldigen. Dabei hat er mir gesagt, dass er mich liebt und nun spielt er mit mir so wie die Nachthexe. Dieser schlanke, schwarze Neger hat sich freigekauft. Ich schreibe dies, während er mit mir spielt. Damit hat er ganz eindeutig den Nachtwächter gemeint. Das ist nur eine Umschreibung. Zumindest haben wir das bisher angenommen. Das hier ist einer von Conleys letzten Briefen an die Frau. Wenn du mich liebst, machst du mich zum glücklichsten Gauner, den es auf der Welt gibt. Aber wenn du sagst, dass du mich nicht liebst, wird mich die Nachthexe reiten und ich werde auf der Stelle sterben. Das ergibt keinen Sinn. Für uns jedenfalls nicht. Burns hat mir die Briefe in der Kirche hinterlassen. Ich habe den Pfarrer dort über diese Nachthexe befragt. Er hat gesagt, es gibt bei den Schwarzen eine alte Legende. Wenn Kinder im Schlaf weinen, ist das ein Hilferuf, dass sie von der Nachthexe geritten werden. Dann muss man sie sofort aufwecken, sonst findet man sie am anderen Morgen tot mit einer Schlinge um den Hals. Dann stammt der Zettel von Conley persönlich. Und zwar ganz eindeutig. Wenn wir noch nie was von dieser Legende gehört haben, obwohl wir hier geboren und mit Negern aufgewachsen sind, ist es völlig unwahrscheinlich, dass ein Weißer aus Brooklyn darauf kommen sollte. Der stammt von Conley. Und er hat nicht nur in dem Punkt gelogen, er hat sie ermordet. Höchstwahrscheinlich. Trotzdem wäre es möglich, dass Frank irgendwann einmal etwas von dieser Nachthexe gehört hat. Das glauben weder Sie noch ich. Es reicht trotzdem nicht. Ich brauche handfeste Beweise, die ich vorzeigen kann. Für wen, Gouverneur? Für mich. Wenn ich mich zu diesem Schritt entschließe, muss das wohl überlegt sein. Wenn ich mich für etwas einsetze, will ich wissen, warum. Sind Sie Newt Lee?
Ja, Sir. Ja, ganz recht, das bin ich. Tut mir leid, ich wollte Sie nicht erschrecken. Das haben Sie nicht. Ich bin nur überrascht, dass der Gouverneur mich besucht. Darf ich mich hier ein bisschen umsehen? Was suchen Sie denn? Das weiß ich nicht genau. Sie haben die Leiche im Keller gefunden? Ja, yes, Sir. Zeigen Sie mir die Stelle, bitte. Oh, Entschuldigung. Das hätte ich Ihnen vorher sagen sollen. Hält der immer so abrupt an? Aber ja, der Boden ist die Bremse. Gouverneur? Der Schirm. Der Schirm der kleinen Mary. Sir? Ich muss Conley eine Falle stellen. Davon hängt alles ab. Gouverneur, Sie wissen, wie sehr ich Sie verehre. Aber gehen Sie jetzt nicht ein bisschen zu weit? Oh nein. Ganz und gar nicht. Es macht Ihnen wohl richtig Spaß, oder? Hier das Aufbewahrungslager vom Polizeipräsidium. Wer sind Sie bitte? Gouverneur Slayton. Ich möchte die Beweismittel aus dem Prozess Leo Frank sehen. Großer Gott, der Gouverneur, aber natürlich, selbstverständlich. Passen Sie so lange auf, Cotton. Darin muss alles sein, Gouverneur. Wonach suchen wir denn? Spannen Sie ihn hier drinnen nicht auf, das bringt Unglück. Sie haben doch gesagt, Sie wollen mich zum Gouverneur bringen. Ganz recht. Tja. Jim,
Dort haben Sie also gesessen, als Sie für Mr. Frank Wache geschoben haben? Ja, Gouverneur. Gut. Genau hier. Und an jenem Samstag kam er runter und hat Ihnen erzählt, was er mit der Kleinen gemacht hat? Ja, ganz recht, Boss. Was ist dann passiert? Sie meinen, wie es weitergeht? Was war mit dem Hut und dem Schirm? Es ist viel Zeit vergangen. Ich erinnere mich nicht mehr so genau an alles. Irgendwie habe ich das schon geahnt, aber glücklicherweise hat Staatsanwalt Dorsey Ihre Aussage damals schriftlich festgehalten. Mr. Frank hat mich gebeten, die Leiche zu verstecken und ihren Hut auch und Schirm. Und dann soll ich wieder nach oben kommen. Wo haben Sie die Sachen versteckt? Ich habe sie in den Aufzugsschacht geworfen. Zeigen Sie es uns. Den Schirm haben wir dabei. Danke. Ashby? Ja, Sir. Sie waren in jener Nacht am Tatort. Haben Sie den Schirm so vorgefunden? Ja, in etwa. Mhm. Kommen Sie mit nach oben, Jim. Wir sind gleich wieder da, meine Herren. Sie haben also Mary Fagans Sachen versteckt und sind wieder nach oben gekommen, wie Mr. Frank Ihnen gesagt hat. Ganz recht. Und das Mädchen war schon tot, als Sie raufkamen. Ja. Dann haben Sie und Mr. Frank sie zum Aufzug gebracht und sind mit ihr runter in den Keller gefahren. Das haben Sie vor Gericht doch erzählt, oder? Mhm. Na schön, dann fahren wir mal. Jeffries, fahren Sie das Ding wieder rauf. Danke, das genügt. Hilft das Ihrem Erinnerungsvermögen, Jim? Er hat alles erzählt, was er weiß. Was soll dieses Affentheater? Sagen Sie es ihm, Jim. Wenn Sie und Leo Frank die Leiche mit dem Aufzug runtergebracht hätten, wie Sie behaupten, wäre der Schirm kaputt gegangen, so wie jetzt. Aber er war ganz, weil es sich anders abgespielt hat. Mary Fagan ist nicht im ersten Stock ermordet worden, sondern im Erdgeschoss oder hier unten im Keller. Und zwar von jemandem, der sie berauben wollte, weil er wusste, dass sie ihren Lohn abgeholt hatte. Sie haben sich was einfallen lassen, aber jetzt erzählen Sie uns, wie es wirklich war. Wie können Sie von mir erwarten, dass ich überhaupt noch was weiß? Es ist viel zu lange her. Ich sitze immerhin schon eine ganze Weile im Gefängnis. Und was ich damals den Reportern erzählt habe, daran erinnere ich mich nicht mehr. Was weiß ich, wo dieser Schirm war? Und was Sie mir neulich gestanden haben, haben Sie das auch vergessen? Was meinen Sie? Über Ihr Verhalten, wenn Sie lügen. Sie haben ihn gewaschen. Rasiert, fein gemacht und vor Gericht geschleift und haben ihn wie eine Schlange zum Lügen verleitet, um einen unschuldigen Bürger zu verurteilen. Ihr Zeuge, Mr. Dorsey. Musik.
Sie sind auf den Gedanken gekommen. Trotzdem will ich nicht, dass man uns hört. Am besten schieben wir den Wagen erstmal ein Stück, bis wir in Sicherheit sind. Der kann was erleben. Das glaube ich auch. Bitte, wo bringen Sie mich hin? Nach Milledgeville. Dort gibt es eine Gefängnisfarm. Da sind Sie besser aufgehoben als hier. Der Gouverneur wird Ihre Strafe abändern. Gott stehe uns bei. Ich sehe einen Mann, der müde ist und bald einschläft. Und was noch? Es ist ein Lotteriespiel, ob Sie zuerst Leo Frank oder mich lynchen. Dann bin ich lieber die Witwe eines tapferen Mannes als die Frau eines Feiglings. Frank kommt vermutlich frei. Slatons Entscheidung dürfte zu seiner Entlassung führen. Verräter! 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 Geben Sie mir General Nash. Wo ist der? Schnappt ihn euch! Wo steckt der Kerl? General, schicken Sie sofort die Nationalgarde. Jeden verfügbaren Mann. Und links weg. Galopp! Verschwindet, sonst müssen wir Gewalt anwenden. Jetzt bald! Meine Freunde, das, was einige von uns die ganze Zeit befürchtet haben, ist eingetreten. Unsere Ideale und unsere Werte hat man in den Schmutz gezogen. Man hat uns vor aller Welt gedemütigt. Doch das Schlimmste ist nicht, dass Leo Frank entflohen ist, denn er ist gar nicht entflohen. Und zudem wird er niemals der Strafe entgehen, die seine niederträchtige Tat verdient. Nein, Freunde, das Schlimmste daran ist, dass diese Schande obendrein
von einem der unseren über uns gebracht wurde. Wie ein Dieb hat er bei Nacht der Bevölkerung von Georgia die Ehre geraubt. Für eine solche Tat gibt es keine Vergebung. John, es ist Zeit. Bevor mir die Ehre zuteil wird, meinem Nachfolger das Siegel von Georgia zu überreichen, sehe ich mich gezwungen, eine Erklärung abzugeben in Bezug auf die jüngsten Ereignisse, die uns derart gespalten haben. Manch ehrbarem Bürger mag meine Entscheidung missfallen. Trotzdem sollten wir uns bewusst sein, dass wir irgendwann nach unserer Wahrhaftigkeit beurteilt werden. Vor fast 2000 Jahren hat ein anderer Gouverneur seine Hände in Unschuld gewaschen und einen Juden dem Pöbel überlassen. 2000 Jahre später ist der Name dieses Gouverneurs ein Fluch. Es war mein Lebenstraum, der Bevölkerung von Georgia im Senat der Vereinigten Staaten zu dienen. Doch dieser Traum wird wohl nicht in Erfüllung gehen. Es gibt so viele andere Dinge im Leben, die man tun kann. Ich kann pflügen und auch jäten. Und es fällt mir auch nicht schwer, in der Anonymität zu leben. Aber ich würde es als unerträgliche Bürde empfinden, mit einem belasteten Gewissen weiterleben zu müssen. Hiermit erkläre ich nochmals, ich habe dieses Siegel nicht entehrt. Karriere nicht gerade förderlich. Es ist mir egal, Sir. Danke.
Ein Brief von einem früheren Freund. Er ist Bürgermeister von Atlanta. Was schreibt er? Er hofft zuversichtlich, dass wir nicht nach Atlanta zurückkehren. Und was soll nun aus uns werden? Müssen wir ab jetzt in Hotels wohnen? Keine Angst, ich mag Hotels. Bus, Sie werden ziemlichen Ärger mit dem Wärter bekommen. Warum? Sie hacken die Baumwollpflanzen um, anstatt das Unkraut zu jäten. Achten Sie auf mich und hacken Sie nur die Pflanzen ab, die auch ich abhacke. Du bist richtig braun geworden. Ach, ich war wieder draußen in der Sonne. Ich muss sagen, die Bewegung bekommt mir ganz gut. Ich bin froh, wenn du wieder zu Hause bist, damit ich jemanden habe, für den ich kochen kann. Schön wär's. Aber Rosa meint, das sei noch zu früh für eine Begnadigung. Das Sicherheitsrisiko wäre zu groß. Das finde ich so ungerecht. Ich weiß. Was ist schon gerecht? Doch es war nicht umsonst. Ich habe eine Menge daraus gelernt. Zum Beispiel? Naja, wie man Baumwolle hackt. Die Zeit ist um, Leute! Auf Wiedersehen, Leo. Die beste Zeit unseres Lebens verbringen wir damit, auf Wiedersehen zu sagen. Ich liebe dich. Dass niemand zu schnell fährt. Wir dürfen nicht angehalten werden. Frank, Sie kommen mit uns. Darf ich meine Schuhe anziehen? Wo du hingehst, brauchst du keine Schuhe. Lass den Mann seine Schuhe anziehen. Nur die Strafe vollstrecken, die das Gericht verhängt hat. Man hat sie schuldig gesprochen und zum Tode durch den Strang verurteilt. Das reicht für uns. Wer wird sich dann um meine Frau kümmern?
Sie haben ihn! Sie haben ihn! Erst in dem Wäldchen bei Freys Baumwollmaschine. Dort haben sie ihn hingebracht. In das Wäldchen. Auf die Lichtung. Sie haben ihn! Erst bei Freys Baumwollmaschine. Rauf mit ihm. Na los, helft mir mal. Mr. Frank? Wir führen nur aus, was das Gesetz uns vorgeschrieben hat. Wir hängen sie auf, bis der Tod eintritt. Eins möchte ich noch gern wissen. Sind Sie schuldig oder unschuldig an dem Tod von Mary Fagan? Unschuldig. Haben Sie sonst noch was zu sagen? Würden Sie ihr den bitte geben? Fahr los! Holen wir ihn runter. Thank you.
Franks Leiche wurde von seiner Frau nach Brooklyn, New York überführt, wo er begraben wurde. Lucille Frank kehrte nach Atlanta zurück, wo sie bis zu ihrem Tod im Jahre 1957 lebte. John M. Slayton erfuhr von Leo Franks Lynchmord in einem Hotel in Kalifornien. Er arbeitete bis zu seinem Tod im Jahre 1955 als Anwalt. Nie mehr wurde er in ein öffentliches Amt gewählt. Jim Conley wurde knapp ein Jahr nach dem Lynchmord aus dem Gefängnis entlassen. Er starb im Jahre 1962. William J. Burns wurde Leiter des dem US-Justizministerium unterstellten Bureau of Investigations, später als FBI bekannt. Thomas Watson wurde als Vertreter des Staates Georgia in den US-Senat entsandt. Und Hugh Dorsey wurde zum Gouverneur von Georgia gewählt. Keiner der beim Lynchmord an Leo Frank Beteiligten wurde jemals angeklagt oder vor Gericht gestellt. Im Jahre 1982 kehrte Alonzo Mann, nun 83 Jahre alt, an seinen Geburtsort Atlanta, Georgia, zurück. Fast 70 Jahre nach Leo Franks Tod erklärte Alonzo Mann unter Eid, dass er gesehen habe, wie Jim Conley ganz allein an jenem Konföderationsgedenktag die Leiche von Mary Fagan weggeschafft hat. Außerdem habe Conley gedroht, ihn umzubringen, wenn er jemals erzählen würde, was er gesehen hat. Im Jahre 1986 wurde Leo Frank vom Staat Georgia posthum begnadigt.